Bern im letzten Jahrhundert. Eine von Mauern und Schanzen umwehrte Stadt mit rund 30.000 Einwohnern. Ein stilles, unwahrscheinlich ruhiges Leben. Einen ersten Einbruch in die gemächliche Entwicklung bringt der Eisenbahnbau, der 1857 Bern erreicht. Mit der ersten Eisenbahnlinie Bern-Olten wird die junge Bundesstadt an das wachsende europäische Eisenbahnnetz angeschlossen. Industrialisierung und Verkehr haben seither das Gesicht unserer Hauptstadt stark verändert. Das Eisenbahnnetz der Region Bern erhält mit dem Bau der schmalspurigen Vororts- und Überlandbahnen seine endgültige Gestalt. 1898 wird die Bern-Muri-Gümligen-Worpbahn als Dampfbahn in Betrieb genommen. Ihr Ausgangspunkt ist die Station Bern-Kirchenfeld. 1912 nimmt die Bern-Worblaufen-Zollikofenbahn ihren Betrieb auf. 1913 folgt die Bern-Bolligen-Worpbahn mit Anschluss an die Bern-Zollikofenbahn in Worblaufen. Ihren Endpunkt hat die Bahn auf dem Kornhausplatz. 1916 fährt die elektrische Solothurn-Bernbahn auf der Teilstrecke Solothurn-Zollikofen. Wer von Solothurn nach Bern reisen will, muss in Zollikofen umsteigen. Erst 1924 kommt durch den Bau einer Umfahrungslinie in Zollikofen und durch die Verlegung der Bahn auf Eigentrasse in der Tiefenaustraße die Verlängerung der Linie nach Bern zustande. Endpunkt ist die Station Bern-Bahnhofplatz. Beide Bahnen fusionieren zur heutigen SZB. 1927 bilden sich die Vereinigten Bern-Worpbahnen durch Zusammenschluss der beiden Gesellschaften Bern-Muri-Gümligen-Worpbahn und Worblentalbahnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wächst die Bevölkerung außerhalb der Stadt rasch an. Die Stadt selbst wird als Arbeitsplatz wichtiger. Damit nimmt der Verkehr der Vorortsbahnen zu. Mit mehr als 10 Millionen Fahrgästen pro Jahr gehören SZB und VBW zu den meistfrequentierten Bahnen der Schweiz. Allerdings konzentriert sich der Verkehr vor allem auf die Nähe der Stadt Bern. Der Verkehr ist jedoch nicht gleichmäßig verteilt. In den Spitzenzeiten werden 3000 Personen pro Stunde nach Bern befördert. In den flauen Stunden sind es nur einige hundert. Ein Ausbau der Bahn wird unerlässlich. Ein weit größeres Problem als die steigende Zahl von Bahnbenutzern ist die zunehmende Beanspruchung der Straßen. Bahn und Autos behindern sich gegenseitig. Deshalb soll mit dem Bahnhofumbau auch die oberirdische Einfahrt der Solothurnbahn auf dem Bahnhofplatz Bern verschwinden. Ende 1965 fährt der erste Zug durch den neuen, doppelspurigen Tunnel in die viergleisige Endstation in Bern ein, die im unteren Stock des neuen Hauptbahnhofes liegt. Damit sind noch lange nicht alle Probleme gelöst. Eine zweite Linie, die Worblentalbahn, hat vorläufig noch ihren Endpunkt mitten in der Stadt, am Kornhausplatz. Thank you.
Über die Kornhausbrücke und durch das Berner Nordquartier fahren hier die Züge noch auf Straßenbahngleisen im dichten Stadtverkehr Richtung Worblental. Zwischen der VBW Worblentalbahn und der SZB hat schon immer eine Güterverbindungslinie bestanden. Das letzte Stück vor Worblaufen verläuft hier vollständig in der steilen Straße. Zwischen Zollikofen und Worblaufen bestehen seit 1924 zwei Linien. Die eine, die sogenannte Dorflinie, benutzt hier noch die Straßenfahrbahn bis unter Zollikofen. Wegen der einseitigen Gleislage kommt es oft zu gefährlichen Situationen zwischen Zügen und entgegenkommenden Autos. Am schlimmsten sind die Verkehrsverhältnisse im alten Bahn- und Straßenknoten Worblaufen. Hier verzweigen sich zwei Hauptstraßen, die von drei Bahnlinien durchschnitten werden.
Nur eine konsequente Trennung von Bahn und Straße wird hier eine Lösung bringen. Damit werden beide Verkehrsträger leistungsfähiger. Dazu wird ein Gesamtkonzept aufgestellt und in Etappen verwirklicht. Wir haben bereits gesehen, dass 1965 die unterirdische Einfahrt in Bern SZB sowie die neue Tiefenaubrücke in Betrieb genommen wurden. Damit konnten auf diesen Strecken die Gleise aus der Straße entfernt werden. Als zweite Etappe wird in den Jahren von 1967 bis 1973 der Verkehrsknoten Worblaufen ausgebaut. Zudem entsteht eine neue Verbindungslinie zur VBW auf eigenem Trassee. Noch bleiben die Straßenbahnstrecken der Worblentallinie. Diese Züge sollen künftig über Worblaufen in den neuen unterirdischen Bahnhof der SZB fahren. Dazu ist aber der Ausbau der Zwischenstrecke Worblaufen-Bern-SZB auf Doppelspur notwendig. Diese Strecke verläuft hier noch unmittelbar am Rande der Tiefenaustraße. Sie hat einige gefährliche Niveauübergänge. Diese Einspurstrecke ist mit den 200 täglichen SZB-Zügen voll ausgelastet. Ein Kreuzungsgleis in der Felsenau liegt zudem in der Hauptstraße. Damit die Züge der VBW ebenfalls über diese Strecke fahren können, ist ein Ausbau auf Doppelspur unerlässlich. Für den Baukredit sind vorerst Abstimmungen im Kanton und in der Stadt Bern erforderlich. 1970 kann mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden. Vorerst sind umfangreiche Provisorien nötig, um während der ganzen Bauzeit den vollen Bahn- und Straßenverkehr aufrechtzuerhalten, denn unmittelbar neben den tiefen Baugruben zirkulieren täglich 200 Züge und einige tausend Straßenfahrzeuge. Diese zukünftige Stützmauer wird mit Verankerungen ins Erdreich zurückgebunden und etappenweise nach unten verlängert. Neben den bautechnischen Problemen müssen Fragen des Landerwerbs abgeklärt werden. Ein Haus muss sogar teilweise unterfahren werden.
Bauteuerung führt zu einem Nachkreditbegehren, das wiederum vom Stimmbürger genehmigt werden muss. Viele Neugierige wollen sich deshalb am Tag des offenen Tunnels über den Stand der Bauarbeiten im Untergrund orientieren. Nun ist es soweit. Die ersten Probefahrten auf der neuen, tiefgelegten Doppelspur können beginnen. Am 25. Mai 1974 wird die Bevölkerung zu einem großen Bahnhoffest eingeladen. Bundesbahn, die Vorortsbahnen und natürlich die Stadt Bern feiern zusammen. Die neue Doppelspur und die Umleitung der Worblentalzüge über Worblaufen nach Bern SZB werden auf besondere Weise eingeweiht. Die beiden Extrazüge von Solothurn und Worb fahren nebeneinander von Worblaufen nach Bern. Einige tausend Berner verabschieden um Mitternacht auf dem Kornhausplatz den letzten Zug der alten Worblentallinie. Seit dem 26. Mai fahren täglich ca. 400 Züge in vier folgende Richtungen. Ilzog nach Solothurn, alle Stunde. Alle halbe Stunde Personenzug nach Jägistorf. Alle Viertelstunde Personenzug nach Unterzollikofen. Alle halbe Stunde und in den Spitzenzeiten alle Viertelstunde Personenzug nach Worb.
schon bald stellt sich der Erfolg ein. Auf der neuen Worblentallinie nehmen die Fahrgastzahlen innerhalb 2 Jahren um fast 40% zu. Auch die Solothurn-Bernbahn befördert 2 Jahre später beinahe 20% mehr Reisende. Dank den verbesserten Eilzügen mit den neuen Erstklasswagen hat der Städteverkehr zwischen Solothurn und Bern sogar um 25% zugenommen. 20 Jahre Arbeit waren nötig, um SZB und VBW zu neuzeitlichen Bahnen auszubauen. Und 120 Millionen Franken wurden zur Verbesserung der Vorortsbahnen investiert. Das Ziel ist erreicht worden. Pendler, Hausfrauen, Schüler kommen nun rasch, sicher und preisgünstig vom Land in die Stadt. Thank you.